Er macht natürlich wieder Autsch. So, aber kein Ding, weil festgenagelt. So, das müssen wir einfach nur erledigen. Kein Ding, ne? Jetzt mit dir rein. Hahaha. Oder nicht? Obwohl. Okay, sieht besser aus. Einfach mal eine Level 20er Einheit hier erledigt. Das wäre es nichts. Ich hätte nicht sagen sollen, es wäre es nichts. So. Alter, der Schaden. Alter, der Schaden, den der mir macht. Warte, ich kann jemand angreifen. Ne, kann ich nicht. Warum doppel ich nicht? So, apropos doppeln hier. Hm? Nee. Ich meine, bei 50% müsste sie ja eigentlich einmal treffen, ne? So, weißt du was? Versuch mal die Sachen hier zu kontern. Oh, entschuldige, was? Hey, cool. War ich mit einem Schlag fertig. Demon Fang. Double Demon Fang. So, noch zwei Balken. Ey. Gott. Ich glaube nicht, dass das reichen wird so mit dem Schaden. So, ha. Und hier Tanznette, ne? Wenn ich Glück habe, reicht das alles noch so vom Schaden, ja. Sollte nur die Reihenfolge ein bisschen beachten, habe ich so Gefühl. Reichweite. Ich komme mit allen ja gar nicht ran. Sehe ich grad. Nee, das wird nicht funktionieren, leider. Warum habe ich eigentlich zwei Meisterbögen mit ihm? So, ich muss ihn dann verschweigen, ne? Wie er ausschaut. Das hat sogar getroffen. Ich fasse das einfach nicht. Oh mein Gott. Haut den kaputt. Auf ihn. Alle auf ihn. Macht den platt. Macht den platt. Alles Gute.
Treff den, Leute. Und sogar getroffen. Weiß es nicht. So, oh, wenn einer von denen trifft. Sehr gut. Alter, ich fasse das nicht. Ich glaube, wir machen den jetzt platt. Aber die ganzen Koop-Schläger. Sehr gut. Ihr habt alle an mir gezweifelt, ich weiß es. Aber ich beweise euch hier, dass ich der Experte bin, wenn es um Fire Emblem geht. Ah, da wird wahrscheinlich nicht treffen. Egal. Hat sogar getroffen. Ah, so kurz davor. Oh mein Gott. Wie haben wir das geschafft? Ich sag euch wieso. Weil ich es einfach drauf habe. Müssen wir uns alle hochheilen. Hallo, das sind 1000 Gold, die brauche ich. Meine Abenteuerinvestitionen. Oh oh. Ah. Dann habe ich irgendwie übersehen. Ey, boah, wenn die jetzt auf jemanden draufgegangen wäre. Wenn jetzt auf irgendjemand draufgegangen wäre, vielleicht hätte, ne? Boah. So, ich weiß gar nicht, was die Fähigkeit ist, die sie gerade bekommen hat. Wird die Einheit durch einen Stab geil werden bei allen über nach. Ach so, ja. Hab schon gelesen irgendwo mal. Ja. Du bist auch Level 5, ne? Ja, bist du zaubert. Ignus. Ach ja, das war. Habe ich auch schon in der Vorschau gesehen, ne? Ja, jetzt kann sie Magie oder Stärke zu ihren Angriffen hinzufügen, was ja voll broken ist, weil sie unglaublich viel von beiden hat. Bloß nicht zu nahe. An den an. Schleichen. Ich kann eigentlich hier reingehen, weil. Er noch Dings hat hier Lagus Dingen, dass er nimmt nicht so viel Schaden. Aber ich soll vielleicht erstmal warten, bis hier jeder vollgeheilt ist. Hey, lass mal. Also voll kacke Langstreckenzauber haben unendliche Nutzbarkeit. Ey. Das ist eigentlich nicht so der Fall, ne? Weil wie gesagt, normalerweise hat man ja Benutzbarkeit in Waffen. Aber da in dem Spiel ja bei den Haufen geworfen ist, können die jetzt immer Dings einsetzen. Also kannst nicht warten, bis die irgendwie die verbraucht haben oder so. So, was hast du gemacht? Was haben wir gemacht? Ach, du hast den protected, genau. Hm. Weiß dann aber nicht, wie ich die Situation da oben mache, ne? Weil da kommen ja jetzt gleich so viele Leute, ne? Die werde ich definitiv nicht alle erledigen können. Vor allem Sigurd kommt auch irgendwie auf mich zu, ne? Das heißt, ich muss gar nicht gegen die alle kämpfen. Was ist das hier? Ach so, ist einfach neuer Sand. Die haben auch Meteor. Ist doch mal gut. Hm. Okay. Was ist denn? Falsche
Er muss dreimal hochgeheilt werden, damit er voll ist. Ja, und Heilstäbe muss ich mir auch gleich noch holen. Ich habe noch ein paar auf Lager. So, wenn ich von hier aus angreife, dann ist das eigentlich nicht schlecht, ne? Ich muss halt nur darauf aufpassen, dass er hier jemanden one-shottet. Mal hier hin, nein, nicht dahin. Hier rennen. Muss ja schon mal Ding da gleich holen. Die ganze Zeit doch einen einzulösen. Für mehr Supportpunkte und so. Ja, viel Glück mit dem Beschützen, da wird er nicht viel bringen. Ach. Ja, überlebst das. Oh Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Nee, lieber nicht. War ja zu wenig Crit, dann. Oder rein, lange jeder voll AP hat, ist ja kein Ding. So, ihr werdet die ja wohl voll heilen, oder? Ja, aber leicht die Situation, die werde ich nicht schaffen. Im Sinne von, ich werde die alle erledigen können, weil Sigurd stürmt ja schon voraus, ne? Der kommt ja schon, der erreicht mich ja schon, bevor ich irgendwie eine Chance habe, gegen die zu kämpfen. Welchen Nachwuchs machen? So, ich habe schon wieder vergessen, Drachenader. Ah. Die Gegner werden jetzt immer schlimmer, ne? Weil jetzt alle diese Skills haben. Mit ja lustig. So, und der Gute ist, er hat jetzt Meteor ausgerüstet, das heißt, er kann nicht kontern. Das ist sehr gut. Ah, gute Idee, sie zum Dings zu machen, zum Krieger anstatt Berserker. Ja, Magiewaffen konnte ich jetzt aber irgendwie noch nicht einsetzen. So, was war das nochmal? Das Bruch 50%. Das ist auch nicht schlecht. Ich kann dafür ja reingehen und dich erledigen. Ich glaube, ich habe genug Leute, ne? Richtig mit einem Wodau erledigen? Ach nee, habe ich gerade ausgewechselt. Verdammt. Da komme ich doch mit jedem hin. Ich glaube nicht, ne? So. Oh, aber ich doppel. Okay, komm. Deswegen ist Geschwindigkeit immer noch gut, ne? Weil dann hat man zwei Chancen zu treffen, ne? Man nimmt seine riesige Angriffskraft, wenn man nur einmal versuchen kann anzugreifen, ne? Ich habe Wodau eingeladen. Ich glaube ja, ne?
Oh, er kann mich kontern. Meteor, klar. Gott sagt. Duff, duff. Stampf, stampf. Etwas Glück könnte er erledigen. Sache ist, Meteor wiegt auch so eine Tonne, ne? Das heißt, wird auf jeden Fall immer gedoppelt, ne? Aber ehrlich, ausgerechnet jetzt? Jetzt auch witzig, nicht so, lass uns mal einen Zug lang rasten, ne? Ja, von wegen. Wenn ich es noch könnte, ne? Ah, kriege ich ja keine Chance für, ne? Ja, keine Chance, so meine ich. So. Also, oh mein Gott, Kollege. Du hättest ja nicht ihr den Kill überlassen können, ne? Ich habe schon wieder Drachenader vergessen, Mann. Oh. So, den Heil stehen wird das hier, glaube ich, nur so genau ausreichen. So, was mache ich jetzt gleich, wenn sie Gott kommt? Hört sie Gott, Kriegerlanze 31, 36. Warte mal, der kann gar nichts machen gegen Dings. Ja, der kann gar nichts machen gegen ihn. Nee, er hat Kraftimpuls, verdammt. Das heißt, er macht mehr oder mehr Schaden. Ich glaube, ich bleibe hier unten. Der kommt sowieso auf mich los. Nicht so weit. Dann habe ich meinen Hauptcharakter da hochschicken. Ne? Wenn der Ike ausgerüstet hat, müsste er eigentlich hier jeden erledigen können. Okay. Sigurd ist irgendwie nicht auf uns losgekommen jetzt. Warum? Hat er gesehen, was ich mit den anderen Leuten gemacht habe? Dann hat sich gedacht, oh nee. So, die Sache ist jetzt, ne? Ist das jetzt den seine? Das ist jetzt den seine Bewegungsreichweite, ne? 13. Die wird jetzt nicht nochmal erhöht, ne? Weil er schon aktiviert ist, sag ich mal. So. Das Blöde ist, hier sind natürlich wieder Magier und physische Angreifer. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier jemanden hinschicken. Ah. Oh, dann schicken wir mal ein paar Leute dahin. Ja, mal hier. Aber noch heilen für das hier brauchen wir nicht mehr, ne? Na gut, gehen wir hin. Ich habe schon wieder die Drachenader vergessen. als Bonus Punkte ja. So, aber hier kann niemand fliegen, ne? Das kann ich ja schön abblocken, wenn ich wollte. Meinen beiden Tanks, die ich beide mitgenommen habe, zum Glück. Okay. Aber die werden sich natürlich gleich wieder alle bewegen, ne? Jetzt kommt er.
Okay, ich hasse es. Also alles, was ich mache, ich wird der jetzt hier gleich rausstürmen, einfach. Was hat der hier vor? Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt der Sinn von dem jetzt, wenn er? Okay, warum sind denn da die Leute alle aufgetaucht dann? War jetzt der Grund dafür, dass jetzt hier die ganzen Verstärkungstruppen kamen, wenn die sich nicht bewegen? Ich kann nie im Leben da reingehen. Ich habe schon wieder gedacht, nein, vergessen, das gibt's nicht. Wie schaffe ich das jedes Mal? Warum hat die jetzt alle gerufen, wenn die sowieso nicht? Nee, sowieso jetzt nicht hier alle uns losschickt. Stehe nicht. Kommen die Magier erst auf mich los? Bleibt sie Gott da oben? Ja. Okay, nicht lustig. Die machen alle 34 Schaden, bis auf er macht 36 und noch ein paar. Also wenn ich jetzt jemand mit guter Resistenz hätte, ne, dann könnte ich das so machen. Wie soll ich mich an den nähern? Ich verstehe das nicht. So, vor allem ist die einzige, die jetzt hier das überleben könnte, weil sie kann nicht angreifen. So. So, ich muss ja ein paar Sachen mal erstmal erledigen, ne? Erst einmal. Ich glaube bloß nicht, dass ich euch Meteoritentypen ja leben lasse. Wer von euch kann Meteor? Du. So, du. Ich glaub bloß nicht, dass ich dich am Leben lasse, ja. Ist er das? Welcher ist das denn? Der hier, ne? Da. So, perfekt. Perfekt getötet. Kommen wir uns schon mal um den her, ne? Damit er uns nicht auf die Nüsse geht. Aber ja. So, jetzt haben wir nur einen Langstreckentypen. Was immer noch nervig ist, aber mal gucken. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das hier erledigen soll. 36. Elfenlicht. Die treffen mich aber alle hier. Aber wenn Anna jetzt hier tanzen könnte, ne? Aber kann sie nicht, ne? Wo ist sie überhaupt? Doch, kann sie. Oh, oh, oh. In Reichweite sich. Aber nur von ihm, ne? Ne. Habe ich das hier vermasselt oder kann man das noch retten? Vielleicht ist auch blöd genug, geht auf jemand anderen los, ne? Oh, mal. Lebt er hat eine mit den jetzt erreichen, leider. Auch oh, er ist sowas mit tot. Alle Magie-Harmonie.
Okay. Da hat nicht gereicht. So, cool. Das ist immer, das sieht immer noch schwierig aus, aber das müsste eigentlich machbar sein jetzt hier. Nein, ist überhaupt doch. Sie muss doch hier die Leute hier erlegen. Ach, wenn ich so ein bisschen mehr Schaden machen würde mit einigen, ne? Och. Ja, komm. Doch. Doch. Okay. Sehr unschönes Kapitel bisher, finde ich. Sehr gut. So, Problem ist, ich weiß nicht, wie weit er sich jetzt noch mal bewegen kann. So weit. Hahaha, ich kann noch nicht mal. Ah, super, ich werde den hier triggern jetzt gleich. Okay, eine Sekunde mal bitte. Ne, wir müssen hier raus. Wir müssen außer Reichweite von Sigurd sein, weil kommt er gleich da reingestürmt, ey. Nein, ihr bist ja voll gefangen. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Ja. Ich weiß, ich bin ja überall in Reichweite noch, aber das ist kein Problem, weil eigentlich ist das doch ein Problem. Vielleicht meine Klone hier platzieren, ne? Vielleicht gehen ja eher auf die los. Protection einsetzen, aber oh, passiert. Ich meine Klone los. Ja, tatsächlich. Ihr Idioten. Oh ja, die sind sehr scharf auf meine Klone. Aber ich glaube, da bringt trotzdem nichts. Und der eine ist in Reichweite. Nein, er geht auf ihn los. Okay, zum Glück ist die KI nicht so helle. Okay, das ist super machbar jetzt. So, hier ist der Meteor-Typ, aber wir haben sowieso jetzt andere Probleme. Warum überlebt er alle? Ich habe den Zaun kaputt gemacht, dass ich gespawnt bin. Okay. So, wir müssen sowas von tanzen jetzt gleich, ne? So, oh, ihn kann ich erledigen. Stimmt, weil er nicht kontern kann wegen Meteor. Sehr gut. So, warte. Okay, das ist gut. Hm, wo ist mein Schwert? Das bringt nichts, cool. Am liebsten für Leute tanzen, die auch garantiert jemanden killen können, ja.
mit meinem Hauptcharakter auch mal ein bisschen hier zerstören. Aber auch sowieso noch hier, ja. Oh, perfekt. Ah, perfekt. Ist was anderes, aber geschossen, ne? Dürfte eigentlich reichen so. Charakteren hier, die ich noch zur Verfügung habe. Ich muss aber ich eher für die Leute hier tanzen. So, einmal kriegen bitte. Nein. Würde mich etwas beruhigen, wenn die nicht alle die ganze Zeit getroffen werden, ne? Dann machen wir es so weit. Ich weiß immer noch nicht, wo ich meinen Wodau hingepackt habe, den ich ihr gegeben hatte. Warte mal, kann einer überhaupt alle erreichen jetzt? Oh Gott sei Dank. Ja. Dann tanz mal hier für alle. Und dann machen wir die auch noch erledigt. Machen wir die auch noch alle platt, mein Gott. Ist schwer für mich jedenfalls. Das kann ich beide müssen eigentlich mal überleben, ne? So, jetzt müssen wir nur da reingehen. Die Beine erledigen. Dann weiß ich nicht genau, was jetzt hier die Situation mit Silbert sein soll. Und da oben die, wie sollen wir da oben die bitte schön triggern? Ich habe vielleicht einen Plan. Ich habe immer einen Plan, aber so, oh, sie kann ihn erledigen. Gut. Ich will euch hier mal gucken. Vielleicht kannst du ihn eher erledigen. Also mal. Duff, einfach durch den Zaun. So, da haben wir auch erledigt. Cool. Ja, brauchst du eine Heilung? Ganz alles hier aus. So, dann packen wir dich mal hier hin. Habe ich nicht gerade gerufen? Ach, ich kann den noch mal neu rufen, wenn die erledigt worden sind. Cool. Ich dachte, hier kann man nur einmal rufen. Ich nehme an, wenn die schon erledigt worden sind, dann kann man die noch mal direkt rufen. Oh, sie Gott, komm runter. Wohl, nee, komm nicht runter. Rede ich hier. Muss mich noch vorbereiten. Eine Sekunde. Meine ganzen angekratzten Heilungszauber hier verballern. Ich darf jetzt immer in meinen Dings rein, aber ich will ihn nicht ausrüsten, weil ich offensichtlich mehr als nur 3-4 von dem brauche, ne? Deswegen nehme ich die gar nicht erst mit. Du gehst dahin, holst dir das, du gehst hin, holst dir auch ein. Ja, vergessen. Dann gehst du hier mit Bilesso. Was dauert noch ein bisschen. Dann sammeln ein paar Supports, würde ich sagen. Ich weiß nicht, mit wem du alles supporten kannst. Aber das ist auch nicht schlecht. Krieg ich gratis Items. Nehme ich an, ne? So, das erste, was ich natürlich machen könnte, ist jetzt hier Sigurd anlocken, ne? Ich verstehe nicht, diese Einheiten, die jetzt da oben sind.
Warum sind die jetzt hier aufgetaucht, wenn ich hab mich loskommen? Ja, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Gerade ich darf gar keinen von hier aus. Also was ich jetzt annehme wird passieren ist, er kommt jetzt hier rausgestürmt, ich soll mich um ihn kümmern, ne? Weil es ist absolut unmöglich, dass ich jetzt irgendwie da reingehe. Und weil er nicht gegen die jetzt alle kämpfen muss. Er sah mir übrigens nicht so stark aus, was irgendwie ironisch ist, weil er der stärkste Fire Emblem Lord der Serie ist, meiner Meinung nach. Weil er kommt schon als weiterentwickelte Einheit ins Spiel, im ersten Kapitel, im Prolog. Er kommt mit einem Silberschwert, glaube ich, oder er kriegt ein Silberschwert relativ früh, was unglaublich heftig ist. Silberschwerter sind normalerweise High-Tier-Waffen. Und ich, ja, ich glaube, die Kriegerlanze bekommt er auch irgendwann, ne? Da war das Finn. Ich glaube, Finn war das, ne? Also, pff. Habe ich natürlich nirgends mehr hinpacken und hat also, ja, den zu erledigen wird jetzt nicht so schwierig sein, ne? Nur halt weiß ich nicht, ich nehme an, nachdem der irgendwie zu uns hingestürmt ist, dann kommen die anderen auf und zugerannt, ne? Aber ich finde das irgendwie komisch. Warten wir hier weiter. Und finde ich, war das jetzt eigentlich auch nicht so lange, ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir können Sigurd erledigen, ne? Wir haben gerade einen Level 20er Magier mit gekappten Werten, ja. Ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden den erschaffen. Der ist auch irgendwie nicht so stark. 31, 36. Der Magier hat gerade 60 Schaden gemacht. Also, das ist halt gar nichts, ja. Louis kann den ja tanken. Louis kann den wortwörtlich tanken und sogar gar keinen Schaden nehmen. Stehe irgendwie nicht. So. Natürlich hier hin. Wenn ich hier hingehe, dann geht der in den Wald hier und dann kann ich den nicht treffen. Es hat effektiv gegen gepanzerte Einheiten. Also da muss ja alles ein Haken sein. Ich verpasse hier irgendwie was. Überreiten. Und ich eine Seite geben, nur Schwertlanze. Ja, das macht er wahrscheinlich, ne? Aber der wird stärker durch Kraftimpuls. Genau, ich habe es vergessen. Das heißt, er bekommt noch 13 Schaden. Ja, aber das war es dann auch eigentlich, ne? Danach ist er schon wieder erledigt. Kann ich einen Ritter tot gegen den einsetzen? Lass mal. So, ich weiß, er setzt so eine Fähigkeit ein, dass er jetzt gleich hier durchrennt, aber das wäre, glaube ich, irgendwie voll dämlich für den. Also ich werde jetzt alle meine Sachen jetzt hier einsetzen gegen den, und der wird dann doof gucken. Er hat auch keine zwei reichweitige Waffen, also
Bin gespannt, wie das jetzt hier gleich abläuft. Und das Glück kann ich da ein paar Gegner noch erledigen. Wenn ich nach Fundsache war das, ne? Habe ich ihn jetzt bekommen? Gar nicht gezeigt. Das war einfach nur so für Support oder was? Ja, jetzt kommt er natürlich, ist klar. Okay. Oh, du überreiten. Ja. Aber wir müssen halt eigentlich auch überleben. Ich hoffe, Leute, die irgendwie, weiß ich, nur die letzten Fire Emblem Spiele gespielt haben, finden die Charaktere von früheren Fire Emblem ein bisschen mehr zu schätzen jetzt. So im Sinne von, die bewegen sich noch nicht mal. Warum sind die jetzt hier aufgetaucht? Ich verstehe das nicht. Was soll das? Und diese Kameraperspektive finde ich nicht gut. So, was ich jetzt mache? Oh. Jetzt da rein und kümmere mich um die. Warte mal. Ich kann den, glaube ich, gar nicht einfrieren, ne? Ja, das hat einfrieren, ja, ne? Ich kann ja nicht einfrieren, ne? Nee. Okay, so viel dazu. Weil was ich jetzt geplant hatte, war, ich wollte ihn jetzt hier einfrieren, ne? Aber noch eine andere Idee. Ich will es wissen, ja, ich weiß. Pass jetzt mal auf, was ich hier mache. Ne? Ich glaube, da wird nicht so gut sein, aber mal schauen. Ich hätte gedacht, die Leute da oben bewegen sich jetzt auch noch so, ne? Damit ich halt hier, keine Ahnung, die noch erledigen kann oder so. Ich habe 11. Ah, kann ich aber nicht machen. Ich wollte jetzt ihn hier festnageln, ne? Warte mal, ich habe eine andere Idee. Ich will auch die Kills da oben haben, hallo? Das ist Erfahrungspunkte. Ein Erfahrungspunkte. Und ich weiß auch genau, wie ich das mache. Und zwar... Ja, nicht alle als erstes. Ich weiß so genau, wie das dann enden wird. So, was ich jetzt machen werde, ist, ne? Ich pack ihn hier rein, ne? Mit Abwehrhaltung. Ich muss sie halt bewegen, ne? Ich weiß ja nicht, wie oft der noch mal Dings einsetzen kann, ne? Aber es sollte uns hier so ein, zwei Züge hier aufhalten erstmal. Packe ich ihn ja hin. Und dann packe ich dich hier hin. Hm?
Oder ich bleibe einfach da stehen. Also wird definitiv noch mal durchreiten einsetzen irgendwann, ne? Aber ich bin schon wieder so gierig, ey. So, jetzt kann er nämlich nicht hier vorbei, ne? Jetzt haben die alle den Weg hier blockiert. So, guck mal, was passiert. Er kann schon wieder überreiten einsetzen. Ey, da ist geschummelt. Also voll geschummelt, Mann. Oh. Was hast du hier eingesperrt, du Idiot? Also voll unfair, Mann. Der kann sich ja voll durchschummeln. Seht ihr, was ich da sehe? Erfahrungspunkte. Was sehe ich da? 38. Ich brauche diese Erfahrungspunkte. Ihr habt keine Ahnung, ne? Naja, gut ist, er kann ja immer nur eine Linie angreifen. Ne? Das heißt, solange ich hier eigentlich alle wegpacke, ne? Kann ich immer schön dafür sorgen. Okay. Sind nur eine bestimmte Anzahl von Leute angreift. Da kann nur auf Louis losgehen. Dumm. Ja, erledigt kriegen wir ihn sowieso. Also ist jetzt mal überhaupt keine Frage, ne? Ja, voll dämlich, hat der überreiten so oft einsetzen kann, ey. Da voll geschummelt. Was soll ich machen? Ja, wahrscheinlich noch mal überreiten, ein, ne? Ne, er greift nur normal an. Okay, den haben wir jetzt hier eingefangen. Die kommen doch nicht mal auf mich los. Was ist das? Warum haben die die dahin platziert? Ich verstehe das nicht. So, ich bin mal gespannt. Oh, oh, ich habe jetzt so weit von wehtun für die. Jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn man Ike in Fire Emblem Radiant Dawn spielt, ne? Oh ne, warte. Egal. So, natürlich greife ich ihn hier ein paar Mal an, ne? Wenn ich ihn locker erledigen kann. Wenn es nötig ist. Kann ja schon mal ein, zwei Dinge hier abziehen. Überhaupt HP verloren? Ich habe ja gar keine HP verloren gerade. Aber ich wollte eigentlich nicht, dass du ihn erledigst. Cool.
Spiel ist voll gebalanced. Ich meine, Ausweichen ist sowieso schon auf Null bei dem. Naja. Der trifft meinen Ritter nicht, mein General. So, da kommen sie. Ich wollte eigentlich Donnerschwert einsetzen, ne? Oder wäre viel besser gewesen. Jetzt kommen die wahrscheinlich und jetzt kommen die Magier wahrscheinlich auch noch, ne? Pass auf. Na, jetzt kommen sie natürlich, ist klar. Spiel so vorausschaubar, ey. Ja, und die kann ich natürlich nicht alle erledigen, ist klar, ne? Guck sich da einer an. Aber ich kann es versuchen. So, kann ich ihn zur Not hier erledigen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube nämlich nicht. Ein bisschen mehr ankratzen sollen. Bist du eigentlich schwach gegen, ja, so könntest du halt überleben, das war eine ganz ehrliche Frage, ne? Weil er nimmt ja weniger Schaden wegen Ike. Ich glaube, er könnte dazu überleben. Ja, ich glaube, er setzt überreiten nicht mal ein, weil er nicht mehr als zwei Leute treffen kann, ne? Oder? Er kann nur Louis treffen, deswegen setzt er auch nur Dings ein, ne? So, zur Not kann ich ihn erledigen. Das ist schon mal gut zu wissen. Na, guck mal. Das ist nicht der offizielle Weg, wie man Fire Emblem spielt, ich weiß. Lass mich. Ah, jetzt kann ich nicht, aber ich werde ja so oft angegriffen. Ah, ich kann die nicht angreifen, Mann. Ich treffe mich halt zu 100%. Das ist voll dämlich. Oh Gott. Also mal. Bestimmt irgendwie machbar sein, ne?
ihr alle zu töten. Weil wir Erfahrungspunkte hat hier sind. Hallo, die brauche ich alle. Nein. Hier muss ich tanzen. Jetzt mit dir aus. Komm schon. Wir sagen, hat hier niemand überlebt, außer mein Hauptcharakter. Kann nicht sein. Keine anderen Magier mehr. Auch sie. Oh, das ist ein gutes Level-Up, auch noch. Das ist mir also Experimentierung gerade, ne? Aber lass mich. Bin ziemlich sicher, wir können das hier neu überleben. Das macht schauen, ja. Währenddessen. Ja, ne. Ah, guck mal hier. Er macht ihn ja platt. Auch schon wieder einen erledigt. Figur, damit kannst du jetzt ein 10 Tonnen schweres Dings tragen. Komm mal, wird überleben. Hat da keiner Donner oder so, ne? Wir müssen dann eigentlich überleben. Ich weiß nicht, ob sie halt überleben wird, ne? Aber aber ich weiß nicht, dass er keinen Schaden gegen ihn macht. Da bin ich mal gespannt. Ah, jetzt geht er wieder auf ihn los, damit er ihn brechen kann. Voll kacke. Ja, jetzt hat er mir ja versperrt. Oh nein. Und ja, da war es für ihn. Aber ganz ehrlich, bei ihm habe ich als einziges gedacht, dass er auch hier frecken wird. So. Gott. Diese blöde Magie-Harmonie, ich kann das jetzt schon nicht leiden, ne? Da werde ich jetzt immer sehen. Ha, guck mal. Geklappt. Wir leben noch. Warum reicht das nicht mal? Mal kurz statt meine an. Ah,
Weil es ist ein bisschen übel hier, aber so ein bisschen. Ja, blöd, jetzt gleich läuft hier Ike bei ihm ab. Ah, mal schauen. Oh, sehr gut. Das sollte helfen. Ingrim, oh. Sagt mir jetzt nichts. Ah, ich glaube, mehr geht hier nicht mehr. Ne? So an. Also wenn ich jetzt hier reingehe mit jedem. Ah, das ist wieder so klar, ne? So ein paar P haben natürlich wieder gefehlt. Umeokai. Da bin ich doch zu Tränen gehört, Mann. Aber wie viele Level-Ups ich hier noch bekomme von all dem. Und was ihr wahrscheinlich denkt, ist voll lächerlich, ne? Ja, werde ich gebrauchen können. So, mehr ist ja glaube ich nicht drin, ne? Also wir schaffen jetzt hier alles zu überleben. Wenn so Leute immer so auf so ein auf so einen Haufen sind, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig hier durchzukommen, ne? Also könnte noch was werden, ja. Aber warte mal. Aber warte mal. Idee. Ich habe noch 4 Ladungen. Muss aufpassen. Den er machen, dann werden die da die gegenüberliegenden auch alle festgehalten, ne? Das mal hier machen. Das werden die alle da festgehalten, ne? Oder? Ja. So, dann habe ich einen Plan. Ich nehme mal hier. Wo ist er? Hier. Glaube ich nicht so viel heilen, aber machen wir trotzdem erstmal Stärkung ein. Mit jeder ja ganz schön viel hochgeheilt werden. Aber ich glaube, das werde ich brauchen hier gerade. Sind eine Menge Sachen, die ich hier brauchen werde, aber. Mach den mal bitte platt. Sehr gut. So, die können sich alle nicht bewegen. Je nachdem, was hier gleich so passiert, ne? Ah, komm schon. Ah, Lichtkling ist ja nicht von live. Eine persönliche Waffe. Ah, komm schon. Ehrlich.
bringt nichts. So, du gehst auf ihn los. Das heißt 30, 21, du überlebst das, ne? Ja. So, weiß das Schlimmste, was hier passieren kann. Eine Menge. Eine Menge kann ja passieren, dass schief läuft. Währenddessen. Oh, ehrlich? Ja, guck mal, wie das da abläuft. Guck mal, was passiert. Natürlich jetzt doof. Ah, warum gehst du auch auf Butcher und los? Komm schon. Du kannst aber auch echt nichts ausweichen. Du kannst nichts treffen, du kannst nicht ausweichen. Ja, okay. Ja, den erledigt. Aber jetzt wird er ordentlich, ne? Ich habe mich irgendwie mit Anna hier verplaced. Man, nur wegen Butcheron, ey. Oh, ich muss aber aufpassen. Jetzt fehlen mir langsam bald die Dinger hier. Ich krieg das noch hin. Pass auf. Ich werde es euch allen zeigen. Okay, entschuldige, was da? Ich habe vergessen mit. Machen wir sie Gott platt. Langsam jetzt hier noch ein bisschen knapp. Machen wir den platt, dann kriege ich nicht hin. Müssen ja auch alle Speere haben, ey. Das ist aber der, was die Situation ja voll schwierig macht. Ja, mehr kann ich hier nicht rausholen aus dem Kapitel. Glaube ich jedenfalls. Ich auch keinen Fehler mehr machen. Eine Ladung habe ich noch. Ich kann einmal tanzen. Wie gehe ich da rein, um den zu erledigen?
Ah, ja, nichts an Schaden. Leider nicht mehr Mond und Sterne. Wen tanze ich denn jetzt hier? Okay, hier komme ich sowieso nicht lang. Da, da ging es ja bergab, Freunde, ne? So, mehr Kills kann ich ja nicht rausholen. Bitte triff ihn zweimal. Ich muss meine letzte Ladung hier gleich holen. Ah, schade. Ich hätte gern alle abgestaubt hier. So. Ihn hier einsetzen, damit ich seine Werte hier reduzieren kann. Ich vielleicht vorher machen sollen. So, mit wem tanze ich denn jetzt hier? Ich muss, glaube ich, Dings hier aus dem Weg räumen. Erstmal bei dem Platz. Gute Idee, ne? Dieses Grinsen. So, aber ich kann ihn beinahe erledigen. Okay. Den aber. Die Siegeskondition ist ja, dass ich den erledige, ne? Ja. Aber das Beste jetzt gewesen. So, sind alle am Leben noch? Ja, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da muss er sicher gehen, ne? So, das glaube ich eh noch ein paar Mal an. Dann haben wir ihn auch. Was haben wir denn? Oh cool. So, das möchte ich aber auch treffen, ne? Was ich auch tue. Cool. Gut. Haben wir das. Okay, war natürlich wieder voll unnötig von mir hier zu versuchen, alles zu killen, aber man muss das ja mal versuchen, ne? Okay, cool, haben wir geschafft. Ich bin stolz auf mich.
Der heilige Ritter abgeschlossen.私一人の力ではありません。これは私たちみんなで掴み取った勝利です。そうだな、仲間、友、家族、絆を紡いだ者たちが君に力を与えてくれている。一つ君に問う。母のルミエルの仇を討ちたいと願うか。私は母さんを失った時、悲しくて悔しかったです。母さんの命を奪った者を許せないと思いました。ですが、 Ich bin einfach zu gutherzig. Oh ja, alle Hauptcharaktere sind gestorben in der ersten Hälfte von Fire Emblem 4. Dann zum riesigen Barbecue eingeladen. Da ist ein zweiter Hauptcharakter. Vor allem im 4. Ich bin fast überrascht, dass Celeef nicht irgendwie auch vorkommt irgendwie. Alles klärchen. Max Band Level freigeschaltet. Cool. Spiel 96 Stunden, ja. Wow, ich sitze viel zu lange an ein Kapitel immer. Aber ich muss ja gründlich spielen, ne? Der, ich frage mich, ob es eine Belohnung gegeben hätte, wenn ich alle erledigt hätte. Ich glaube nicht, ne? Aber wäre irgendwie viel zu einfach gewesen, ne? Die sind ja gar nicht auf mich zugekommen, ne? Nur Sigurd ist irgendwie auf mich zugekommen. Also von daher ist das schon irgendwie ein merkwürdiges Kapitel gewesen. Katze mitnehmen. Also eine persische Katze. Okay, aber ansonsten war das Kapitel eigentlich relativ chillig, ne? Abgesehen von den Level 20er Einheiten mit den gemaxten Werten. Ja, wir sagen immer die gleichen Sachen, so, ne? Oh, was für ein schöner Ort, ne? Gewürze. Es wird nur noch ein Wolf. Wir haben Spice und Wolf. Kampf ist übrigens noch nicht gelöscht. Ich mag. Sie ist, glaube ich, auch der einzige Charakter bisher, der einen gekappten Stat hat hier. Da, grün. Steht das jetzt dann auch irgendwie? Grundwert 23. Wenn er grün ist, dann kann er nicht weiter steigen. Das heißt, sie kann nur maximal 23 Fähigkeit, Beendigkeit haben. Also ist auch irgendwie cool. So, diese Level, die wir übrigens gerade gespielt haben, ich habe keine Ahnung, ob das eine Anspielung an ein Kapitel war. Ich nehme an, es war eine Anspielung an ein Kapitel aus Fire Emblem 4. Ich habe die aber nicht mal alle im Kopf, weil die alle so riesig sind. Das erste Kapitel weiß ich noch, wie so aussieht. Da waren so zwei, da ist so ein Schloss auf der linken Seite gewesen. Aber das war definitiv nicht das hier. Ich benutze dich schon noch, keine Sorge. Ne? Du warst nur Level 3, ne? Einige Charaktere waren noch schwächer als du. Du kommst schon noch dran, keine Sorge. Jeder bekommt eine Chance. So. Hey, Unaka. Auch schon lange nicht mehr benutzt, ne?
war irgendwie so eine Anspielung darauf, dass ich, dass du einmal gestorben bist gerade, mich zurückdrehen musste, wird das gespeichert? Ich meine nämlich, da wird gespeichert. Da wird am Ende immer gezeigt, wie oft ein Charakter gestorben ist. Das Spiel erinnert sich immer daran. Selbst wenn man jetzt nicht, da war schon damals so hier, wenn du irgendwie, weil ich ein Charakter gestorben ist und du hast das Spiel resettet oder so, dann hat das Spiel trotzdem irgendwie gesagt, ah, dieser Charakter ist einmal gefallen oder so. So, du gibst mir nichts hier an Bannfähigkeiten, ich habe dich auch mitgenommen. Hey, ich hatte Luna gelernt, aber dann habe ich es wieder vergessen. Ja, nicht Luna, Mond. Mond. Auf Deutsch heißt das ja Mond. Ich hatte eine neue Fähigkeit gelernt, aber dann habe ich sie auf mysteriöse Weise wieder vergessen. Okay, cool. Dann raus hier. Ne? Und zurück zum Somniel, wo wir wieder chillen können. Schön. Cool. Also die Charaktere, die ich mitgenommen habe, die haben eigentlich ordentlich gelevelt, ne? Weil ich also sehr fokussiert aufs Leveln war. Und das Geld, das wir von den Gegnern bekommen haben, unten links, ich merke auch gerade, das ist ziemlich wichtig gewesen, weil ich glaube mich zu erinnern, dass wir irgendwie nur so 800 oder so hatten, bevor wir losgegangen sind. Ja. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich jetzt mehr. Keine Ahnung. Bandgespräche, hast du gesagt. Ah ja. Maximiert, cool. Ich glaube, einige Leute waren noch extrem nah dran. Okay. Cool. Wakizashi, da kannst du jetzt auf Gegner werfen. Warte mal hier. Das alles? Okay. Cool. Also nicht cool, aber dauert dann nicht so lange dann. いや、夢を見てしまったのですか。分かってしまわれますか。以前スタルーク王子も同じように兄がいなくなる夢を見るとおっしゃっていましたものね。それはいつからですか。僕は最近見るようになりました。蛇竜が目覚め戦が始まった頃からもし自分が死にディアマンドにも何かあったら お前がこの国を守るのだぞ。父上が言っていた言葉です。この言葉を聞いた時はそんなことあるはずがないと思っていました。偉大な父上と優秀な兄上。この二人がいなくなることなど絶対ありえない。けれど戦争に絶対などありませんから。スタルク王子。この夢が本当になってしまったらと。 その思いがずっと心にあります。あの、そう、なんか、今、人は別に、フラクティーに、今、敵の攻撃を受けてしまったら、ブルーズベルトは、なんか、会えなくなってしまったら、そんな光景が来て欲しくない未来が、これまで何度夢に出たことか。同じです。私も思いつく限りの不幸を夢で見てしまうのです。でも僕は、I'm元気にいびきをかいている兄上を見ると、え、落ちてゴーリーダックルウォンターを、こんにちは、ハウス。いいですね。私のお兄様は早起きなので、うかつに行くと早朝の鍛錬に誘われてしまいそうですけれど。いいじゃないですか。元気に走る姿を見ると安心しそうです。間違いないですね。あなたに話すと少し落ち着きました。 Erstmal hat Alchris sich irgendwie nicht runtergemacht hat im Gespräch. Oder war erstmal, dass ich irgendwie selber fertig gemacht habe während eines Gesprächs.
Was will ich noch machen? Ich wollte zum ersten Mal unseren Dings hier abchecken, unser, was wir jetzt bekommen haben aus dem Boden. Ja. Eisenlanze, Küchleinstab. Was hat für den Müll? Den brauche ich nicht. Also wieder haben hier Eisenlanze. Was, das sind zwei? Irgendwas anderes wollte ich noch reinpacken. Ich habe so viele Sachen, die ich doppelt hatte und ich brauche hier ein Feuer. Noch ein Feuer. Das bringt ja gar nichts. Eine Eisenlanze ist mehr wert als... Was? Ja, Stahlaxt. Alter. Wird man jetzt nicht gierig hier. Ich glaube nicht, dass ich den Miniaturbogen je benutzt habe. Aber egal. Eisenäxte sind eigentlich schon zu schwach und jeder kann die eigentlich schon tragen, ne? So, machen wir das. Nein. Bestätigen. Mein Gott. Das ist alles Geld, das ich eigentlich bekommen könnte, ne? Aber ich tue es hier reinpacken. Weil ich dann vielleicht mehr Sachen bekomme. Wegen der Wissenschaft, weil ich halt herausfinden will. Was ich bekomme, ne? So. Okay, war relativ schnell hier im Somniel schon fertig dann. Jetzt gehen wir natürlich noch in die Arena. Weil wenn du keine neuen Ringe hast, ne, dann brauchst du auch keine, also Emblemringe, dann brauchst du keine Ringe mehr schmieden. Also war schon alles Zeit. So, wen schicken wir hier in die Arena? Ja. Na, gucken wir uns mal die Level alle an. Ja, Level 6, Level 5, Level 4, 3, 4, 4. Wir können ihn auf Level 5 draufbringen, dann hat er schon mal Mond. Aber machen wir lieber bei jemanden, der noch hier unterlevelt ist. Ich bin schon irgendwie neugierig, was sie für eine Fähigkeit. Ah ne, sie bekommt Buchharmonie, ne? Ich habe gerade alles gesehen. Oder was er bekommt. Soll ich mal Wanda reinschicken? Aber der wird sowas von frecken. Ist schon jeder Minimum Level 3? Das ist auch nicht schlecht. Ja, jeder ist Minimum Level 3. Cool. Dann packen wir mal Chimera da rein, würde ich sagen. Ja, der kurz vom Level Up ist. Weil er Level 3 ist. Aber ich muss ja auch noch an die Supports denken, ne? Das ist ja nicht nur Erfahrungspunkte, sind ja auch Support-Konversationen. Wir kriegen. Oh Gott, da wird sie keinen Schaden gegen machen. Nein. Okay. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Natürlich doof, dass sie so schwach auf der Brust ist, ne? Der ewige Kampf. So. Hab ich jetzt weniger Erfahrungspunkte bekommen, oder? Ja, wir haben ein Dings freigeschaltet, das erobert. Boom. Sag er. で、少しいい?はい。ミスティラ王女。私に何かご用でしょうか?あなたは鉱山の町の出身で、鉱石にとても詳しいと聞いたので、人よりは詳しいと思います。わ、そう、とびっきり大きくて。 綺麗な宝石になる宝石を見つけたいの。場所はすでに調べてあるんだ。でも探す方法とかはわからなくて。それで私に声をかけてくださったと。別に構いませんが、宝石が欲しいのなら宝石商へ行かれては。
いくらでも珍しい石を買えると思いますよ。それじゃあつまらないでしょ。宝石を探すところから自分でやった方が絶対に面白いよ。なるほど。そういうお考えでしたか。わかりました。私でよければご協力させてください。私にとっても何か小説の案につながるものが手に入るかもしれませんから。 Bei ihr tust du halt offen und ehrlich sagen, wenn Louis irgendwie so was andeutet, dann los, ihn umzubringen. So, da Temera jetzt aber nicht hochgelevelt ist, schicken wir sie noch mal rein. So, gegen jemand, den sie hoffentlich erlegen kann. Das bringt auf jeden Fall ein Level ab. So. Wow. Ich weiß, ob man irgendwie manipulieren kann, so man den Gegnern irgendwie Ausrüstung geben kann, die sie ja noch im Dings. Oh ja, noch mehr Figur, sehr gut. Und man den irgendwie bestimmte Waffen in die Hände drücken kann, damit die in der Arena einsetzen. Ich glaube, bei Gegnern macht das keinen Unterschied, ne? So. Ah, wenn jetzt hier er ein Level up noch bekommen hätte, dann hätten alle Level 4 erreicht. Ich glaube nicht, dass der Level irgends erreichen wird. So, Diamant. Erstmal gebe ich dir dein Silberschwert. Wird auch schön, wen auch immer du bekämpfst, hier erlegen kannst, hoffentlich. Weil es eigentlich voll nicht nötig hat, ne? Den kann ich auch so locker leveln. Oh, wow. Was? Was murmelt der da? Oh, sehr gut. Oh, alles gute Werte. Kein Support. So, hat er jetzt Abwehrhaltung ausgerüstet? Ich glaube, er hat gar nichts ausgerüstet, ne? Doch. Einige Leute haben mir nichts ausgerüstet. Warum hast du denn eine Eisenklinge? Okay. So, aber einige Leute waren ja auch kurz davor, noch ihre Embleme zu leveln. Machen wir auch noch. Zum Beispiel Butcheron und Lucina, damit die noch weiter leveln können. Weil ich tue jetzt nicht irgendwie in ein Ding hier rein, in eine Schlacht. Dann leveln die um 1 und, ja, dann kann ich wieder keine Erfahrungspunkte mit denen sammeln. Irgendwas sagt mir, ich werde Butcheron oft mit Lucina einsetzen, weil die ihm Treffersicherheit gibt und so. Okay, 270, kein Ding. Wow. Ja, macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Man gewinnt oder verliert, was ich ein bisschen doof finde. Aber eigentlich auch gut. Das heißt, man kann halt nie vermasseln. Das ist bestimmt eine Krankheit. Ist bestimmt eine Krankheit. Ich glaube, das solltest du mal untersuchen lassen, Kollege. Träger, ey, doppelte Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. Wie so ein Elite-Schwert. Ich habe den anderen Fire Emblem-Titel. So, sie kann ja noch weiter leveln, ne? Oh ja. 7, das reicht noch. Louis und Lynn. Und sie bekommt erst ein
Warte mal, muss ich mal gucken. Gibt da nur ein Gespräch. Das heißt, nächste wäre auf 19 dann, ne? Anscheinend kann ich nicht auf 20. Okay. Wann habe ich gesagt, Luis und Linden, ne? Aber auch noch. Finde die Kombination nicht schlecht, General und Lin. Mal Klone hier. Ich meine, man stellt sich sowieso schon irgendwie an die Frontlinie, aber dann kann man noch ein paar Klone hinstellen. Und man bekommt Geschwindigkeit, wenn man Gegner erledigt. Das ist auch nicht schlechtes. Ah ja, der kleine Pegasus-Mädchen. Hätte er mir alles über dieses kleine Mädchen. Er hätte doch Angst vor Männern, ne? Am Anfang des Spiels jedenfalls. So, dann war es dann eigentlich, ne? Oh, da kann gar nicht höher als Level 10. Genau, wir haben ja Coins noch nicht abgeschlossen. Ah, das ist schade. Ich habe die Kombi gemocht. Gut, dann war es das aber, ne? Und im nächsten Kapitel, in der nächsten Folge, werden wir dann die Hauptstory weitermachen, weil die ist dann auch Level 5, ne? So Leute, wir sind so auf halbwegs einem guten Level, ne? Mein Hauptcharakter ist schon Level 11, von daher, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, gut, ne? Ich finde das so gut, dass jetzt alle weiterentwickelt sind. Ne? Das sind alle stark. Keiner ist hier mehr nutzlos. Bei ihr habe ich mal geguckt. Sie hat eine Stärke von 20. Sie ist stärker als einige meiner wichtigen Charakter. Sie ist stärker als Bonnet. Sie ist stärker als Louis, Alquist, Butcheron. Und der Typ ist ein Berserker. Der musste eigentlich hier die meisten Angriffskraft haben. Ne? Also was zum... Aber gut, ja. Das war's für diese Folge. Und in dieser Folge geht's in der Story weiter. Verfolgen wir Bale, nehme ich an. Ne? Stand da irgendwie so was. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar, ihr knauserigen Knauser. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!